meine lieben YouTube-Freunde, wir haben das Jahr 2016 hinter uns und schauen auf das neue Jahr 2017. Die Sonne übernimmt das Zepter vom Mars. Begrüßen wir das Sonnenjahr. Aber noch befinden wir uns in dem letzten Quartal des Marsjahres. Der Mars regiert noch bis zum 21. März 2017. Dann übernimmt die Sonne das Zepter und regiert bis zum 20. März 2018. Berühmte Astrologen prophezeien uns ein gutes Jahr. Jedes Jahr stehen wir unter dem Einfluss eines Jahresregenten. Die sieben klassischen Regenten sind Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und der Mond. Die Sonne beeinflusst uns in dieser Zeit im Weltgeschehen und im persönlichen Lebensbereich. Sie bringt uns Klarheit, Optimismus und größeres Selbstvertrauen zum Erfolg. Die Sonne ist der größte Himmelskörper und eigentlich der einzige richtige Stern im Sonnensystem. Im Sonnenjahr 2017 verfügen wir über mehr Kraft und stärkerem Willen. Unsere Pläne können wir hartnäckiger vertreten und sind entscheidungsfreudiger. In jedem Horoskop der einzelnen Tierkreiszeichen steht die Sonne für Gewissheit und Verwirklichung des Menschen selbst. Schon zum Zeitpunkt der Geburt zeigt der Stand der Sterne und der Sonne hauptsächlich, an welchem der Mensch geboren wurde, wie er in seinem Wesen, in der Eigenheit und im Charakter wahrgenommen wird. Am 21. März 2017 wandert die Sonne in den Widder und danach in circa 30 Tagen in das nächste der 12 Tierkreiszeichen. In den kommenden Tagen und Wochen werde ich speziell auf jedes Tierkreiszeichen eingehen und euch über die entsprechenden Prognosen informieren. Im Dezember 2016 hatten wir die Prognose für das Tierkreiszeichen Steinbock gegeben. Wir werden mit dem Wassermann-Sternzeichen weiterlaufen. Der Wassermann spürt als erstes schon die Vorläufer der Sonne, denn der Mars schwächelt mehr und mehr. Ein interessantes und spannendes Jahr steht uns bevor. Das Sonnenjahr. Wollen wir es mit freudiger Erwartung willkommen heißen? Verpasst also nicht, die nächsten Videos anzuschauen. Denn jeder von uns will doch wissen, was das Sonnenjahr für uns bereithält. Natürlich könnt ihr auch ein spezielles Horoskop von unserem Top-Astrologen bestellen oder mich jederzeit anrufen. Schon jetzt schicke ich euch Sonnenstrahlen. Mit lieben Grüßen, eure Diria.